Meine Lampe macht gerade so komische Geräusche, als ob andauernd eine Fliege dagegen fliegt, aber da ist keine Fliege. Ich habe eine sehr tolle Nacht hinter mir. Ich wurde mitten in der Nacht von einem energischen Buddeln an der Schlafzimmertür geweckt. Ich mache die Tür auf, Lotte steht vor der Tür, hüpft ins Schlafzimmer. Ich war zu dem Zeitpunkt zu müde, um mir groß Gedanken zu machen, wie sie vor die Schlafzimmertür gekommen ist. Sie ist dann im Schlafzimmer rumgehüpft, hat hier gebuddelt, da gebuddelt, ist dreimal aufs Bett gesprungen, ist über mich drüber, auf mir drauf, also über mich gelaufen, ist dann wieder runter, hat wie gesagt weiter gebuddelt, hat mit den Zähnen in den Boden gebissen, also wusste ich, okay, sie ist mal wieder schwanger. Ich habe versucht zu schlafen, was nicht wirklich ging. Irgendwann hat sie dann wieder an der Tür gebuddelt von innen und wollte raus. Ich bin dann aufgestanden, habe sie hochgenommen und habe sie in den Hasenbereich getragen und da habe ich gesehen, okay, die Tür ist offen. Muss ich wohl irgendwie vergessen haben, die Tür zuzumachen oder ich habe sie nicht richtig zugemacht. Mich wundert nur, dass genau an dem Tag oder genau in der Nacht, in der sie scheinschwanger ist, ist die Tür nicht richtig zu. Also wer weiß, was sie da angestellt hat, dass die Tür dann letzten Endes offen war. Also gehe ich wieder zurück ins Schlafzimmer, lege mich ins Bett, will weiter schlafen. Auf einmal höre ich dap, dap, dap. Was sind wir mit dem Schlafzimmer, den ich davor gar nicht bemerkt habe? Na gut, habe ich ihn im Schlafzimmer gelassen. Irgendwann höre ich wieder ein Buddeln. Denke ich erst, es ist Simba, der raus möchte. War es dann aber Lotte, die von außen vor der Schlafzimmertür stand und wieder ins Schlafzimmer wollte und Simba stand innen vor der Tür und ist da so hochgeklettert, weil er raus wollte. Habe ich gedacht, wie hat es der Hase jetzt geschafft, wieder aus dem Hasenbereich rauszukommen? Ich weiß gar nicht, was ich dann gemacht habe. Auf jeden Fall, als ich heute früh dann geschaut habe, war dann der Hasenbereich noch zu. Also ich weiß nicht, wie Lotte da wieder rausgekommen ist. Das ist mir ein Rätsel. Auf jeden Fall ist sie schwanger. Und sie wusste die ganze Zeit nicht, wo sie ihr Ei hinlegen soll. Sie ist dann mit dem Heubüschel in der ganzen Wohnung rumgelaufen, hat schön das Heu überall verteilt, war im Schlafzimmer. Aber dadurch, dass ich das jetzt alles ein bisschen anders gestellt habe, ist diese Nische von dem kleinen Nachttisch nicht mehr, wo sie immer hintergekrochen ist und das Nest gebaut hat. Dann wollte sie raus, aber es regnet heute schon den ganzen Tag in Strömen. Die Wohnung sah aus, ich habe jetzt schon alles sauber gemacht. Und letzten Endes hat sie sich dann dazu entschieden, ihr Nest im Futternapf zu bauen. Und da hat sie es jetzt gebaut, während die anderen noch am Futter waren, hat sie ihr Nest gebaut. Und jetzt hat sie da quasi ihr Nest gebaut, hat sich Fell ausgerupft und sitzt da jetzt wie die Madonna in der Futterschüssel als Nest. Und ich dachte nur so, oh, das darf alles nicht wahr sein. Da ist der kleine Sündenbock, wegen dem ich heute Nacht nicht wirklich schlafen konnte. Ja, bist du jetzt glücklich? Ja, bist du jetzt glücklich? Hast du dein Nest gebaut? Ja, fein. Schön schaut es aus, Maus. Ja. Oh, sie ist entspannt und klappert mit den Zähnen. Ich sitze hier mit meiner Jacke, das heißt, die Hasen hüpfen gerade draußen, es hat nämlich zu regnen aufgehört und ein Hase sitzt noch im Hasenbereich und ist am Futtern und ich glaube, es ist Lotte, die wollte jetzt nämlich nicht raus, nachdem sie vorhin die ganze Zeit raus wollte. Das ist Lotte. Mal schauen. Vorhin hat sie schon von ihrem Nest das Heu gegessen. Also erst baut sie ein Nest. Ja, natürlich ist es die Lotte. Da ist die Maus. Ha? Schnecki. Nest bauen ist so anstrengend, Lotte muss erstmal futtern. Ist mir aber auch ganz recht, weil so wie sie heute drauf ist mit ihren schwangeren Hormonen, wer weiß, wo sie dann hinhüpfen würde, um vielleicht dann da das Nest zu bauen und dann soll sie mal lieber hier sein und in ihrem Nest futtern. Gell, Maus? Ja. Schlimm mit deinen schwangeren Hormonen. Ja, es ist ganz schlimm. Es ist immer anstrengend. Nicht nur für dich, sondern auch für mich. Und ich glaube, für mich am anstrengendsten. Ich habe jetzt den Lady Talk abgedreht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt vorhin schon gesagt habe. Und ich werde jetzt das Video schneiden. Und in der Zeit hüpfen die Babys noch ein bisschen draußen. Und dann hole ich sie wieder rein. Aber jetzt mache ich mich erstmal ans Schneiden. Und ich hoffe, ich komme gut voran. Lotte war kurz draußen. Und dann ist sie aber wieder reingekommen, inklusive Bruno. Und ich schaue jetzt mal, wo Simba, Holly und
Emily sind und ich glaube, jetzt hat es auch wieder zu nieseln angefangen. Ja, ich hole die Babys wieder rein. Emily und Holly sind mal wieder am Ende der Welt. Simba ist, glaube ich, schon von alleine rein. Den habe ich jetzt nirgends gesehen. Holly? Komm. Hopp. Emily, du guckst aus. Ganz nass. You got me breathing better. So, jetzt wollte ich gerade zu meinem Abendspaziergang los. Jetzt klingelt es und mein Päckchen ist gekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass so spät noch ein Päckchen kommt. Ich habe das schon für heute abgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich euch jetzt vorhin davon erzählt habe, dass heute laut dieser Sendungsverfolgung mein Päckchen hätte zugestellt werden sollen und... Ja, nachdem es jetzt schon zu spät ist, dachte ich, okay, heute kommt nichts mehr. Aber es ist tatsächlich heute noch gekommen. Und das sind jetzt aber nicht, ups, das sind jetzt nicht meine Schuhe. Und Lotte hat gerade riesen Humpty Dumpty gemacht. Also echt riesen Humpty Dumpty. Ach, der Hase hält alle auf Trab, wenn die schwanger ist. Ich sag's euch. Ich würde ja echt wünschen, dass sie wirklich mal schwanger wird. So sieht es jetzt übrigens aus. Ich war gerade am Saugen noch, bevor ich los wollte. Ja, Lotte, schau dich im Spiegel an. Bruno putzt die Emily. Und Lotte ist scharf auf Simba, wenn man das so sagen kann. Und hier liegt überall ihr Fell. Und guckt euch das Nestchen an, was sie für ihre Babys gebaut hat. So schön. So, ich werde da mal noch den Rest saugen. Oh, Lotte. Ja, da hüpfen sie immer in hohem Bogen raus und da ist jetzt überhaupt kein Heu mehr drin. Ich habe zwar die Hasenbetten... Achso, nee. Das ist ja gar nicht da. Jetzt dachte ich, die Kommode würde noch hier stehen. Kennt ihr das? Wenn ihr umgeräumt habt, manchmal, also vor allem am Anfang, ich meine, die steht ja jetzt... Nö, die stand vor kurzem noch da. Irgendwie dieser Paketmensch hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Auf jeden Fall, wenn man umgeräumt hat und immer gewohnt war, dass eine Sache da steht, wenn man nicht nachdenkt, manchmal läuft man so automatisch dahin, bis man dann feststellt, oh, die steht ja jetzt woanders. Naja, auf jeden Fall habe ich heute die Hasenbetten frisch gemacht, aber dadurch, dass Lotte ihr Nest bauen musste, ist das ganze Heu jetzt in der Futterschüssel. Wo esst ihr eigentlich heute Abend, Babys? Lotte... Das ist die Frage, hä? So, jetzt mache ich hier noch ein bisschen Heu rein in eure Betten. So, damit das nicht so ungemütlich ist für euch. Okay? Ja? Und dann sauge ich halt jetzt noch mal eine Runde. So ist das halt. Ich bin echt ständig am Saugen. Warum habe ich gesaugt? Darf ich schon wieder saugen? Ach, Leute. Ach, Lotte. Eine schwangere Lotte. Ist so anstrengend. Jetzt sucht sie, glaube ich, Simba. Oh, Holly, ha? Der hat sich jetzt nämlich hier hingeflüchtet. Du Heuessen, gell? Das ist gerade eine ganz eigene Stimmung, wie der Wald im Nebel liegt und wie es langsam dunkel wird. Und ich wollte euch eigentlich vorhin zeigen, wie die Blätter nach unten fallen, weil ich das so schön finde. Das liebe ich auch am Herbst, wenn der Wind geht und dann segeln die Blätter so nach unten. Das finde ich total romantisch und total... Oh, ich liebe das. Ich bin echt so richtig ein Herbst- und Winterkind. Ich finde das so schön und ich glaube, es fängt zu regnen an. Das hört sich an, als würde es schütten, aber irgendwie... Hier unten ist nicht viel, aber ich habe zum Glück meinen Schirm mitgenommen für den Fall der Fälle. Ach, das ist so richtig eigen, so ein bisschen düster und ach, ich liebe den Herbst wirklich. Und auch, dass es jetzt früh dunkel wird und hier, wie sich die Bäume hin und her wiegen und von unten merkt man gar nichts von dem Wind. Von dem Regen merke ich auch nichts. Ich höre ihn nur. Ich habe mal eine Frage an die Hundebesitzer unter euch mit Bruno im Hintergrund.
Und zwar habe ich jetzt zwei Leute mit ihren Hunden gesehen, die Taschenlampen hatten. Und ich habe schon öfter Hundebesitzer mit ihren Hunden mit Taschenlampen gesehen. Und früher dachte ich immer, naja, die haben das, damit die halt im Dunkeln besser was sehen. Aber dann habe ich mir gedacht, Leute ohne Hunde haben ja auch keine Taschenlampe dabei, wenn sie abends unterwegs sind, wenn es schon dunkel ist. Also hat es irgendwas wahrscheinlich mit dem Hund zu tun. Jetzt habe ich mir gedacht, entweder die leuchten dem Hund den Weg oder die leuchten den Hund an, damit die anderen Leute sehen, da ist ein Hund. Bin ich richtig mit meiner Vermutung oder liege ich komplett falsch und die Taschenlampe bei Hundebesitzern hat eine andere Bedeutung? Ich bin gespannt. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss. Dieser Hase. Es sieht jetzt echt so aus, als ob er versuchen würde, sich unsichtbar zu machen. So nach dem Motto, schau mich bloß nicht an. Ich bin gar nicht da. Oder? Also, bis morgen. Tschüss.